es ist nicht so, dass ich nachts nicht schlafen kann, nur weil Casal hier bei mir am Dach steht. Aber es ist schon eine Sensation. Lebende Legende, kann man ruhig sagen. Man spricht ja von Ausnahmehengst. Und ein Ausnahmehengst ist ein Ausnahmehengst, weil es eben die Ausnahme ist. Casal war schon ein sehr auffälliges Fohlen, sehr blütig, viel Blut im Auge, schön gezeichnet. Das war schon ein tolles Caretino-Hengstfohlen damals. Dieses Kämpferische und diese Leistungsbereitschaft und Härte, die er hat und auch weitergeben kann an seine Kinder, das, glaube ich, ist das, was ihn ganz besonders auszeichnet. Das ist einfach ein guter Freund geworden seit all diesen Jahren. Dieses Mitmachen, dass er, das steht da für einen und du kannst ihn fordern und der versucht sein Bestes zu machen. Hamburg Derby 2017. Time to say goodbye. Rolf wusste, er wird jetzt verabschiedet, aber er wusste das Szenario nicht. Er kannte das Drehbuch nicht. Und da sollte ich mit Rolf im Eingang stehen, mit Rolf und Casal, sollte bei ihm bleiben, ihn ein bisschen beruhigen und ihm dann im Moment sagen, so, jetzt gehst du in die Bahn. Und das war schon cool. His last competition 2 days before. Outstanding. The Global Champions Tour Jump Off. A world-class performance. Rolf Göran Bennetsen and Casal. Legendary. Eine Ansage in der Global Champions Tour hier in Hamburg zu machen, dass er hier verabschiedet wird und sein letztes Turnier geht und dann das Ding noch zu gewinnen, das ist ja einzigartig. Und auch mal sehen, wie Rolf und Casal harmoniert haben und wie er dieses Pferd auf den Punkt springen lassen konnte und Erfolg damit hatte. Ja, man kann kaum nicht sprechen. Der sprang einfach wieder besser und besser für jede Runde und im Stechen war auch gut dabei. Einfach geniales Pferd und ich habe mich richtig gefreut, dass das so klappen konnte. Hatte ich mir nie geglaubt her, aber dass das so klappen kann, das ist einfach ein Traum. Elmshorn. Half an hour northwest of Hamburg, the Holsteiner Breeding Association. Worldwide, the oldest warmblood breeds. Holsteiners are a dominant force of international show jumping. Worldwide famous, the stallion names of the last decades. Cor de la Brea, Landgraf, Capitol, Cassini, Casal, das ist das, was Holstein groß und stark gemacht hat. The stable of stallions. Casal at home and in the best possible hands. Also er ist der Chef im Stall, definitiv. Also das zeigt er den anderen schon, wenn einer lang geht oder er irgendwo hingeht. Also er ist Chef. Ich glaube, er mag es gerne im Rampenlicht stehen und bringt nach der Spaß noch mit so einem Star. sich um den zu kümmern und sag mal, das sind meine Babys. Ist mir immer sehr wichtig. Use every day and enjoy life. A saying that seems to express his mentality. Man hat täglich das Gefühl, er möchte seine Runde drehen hier über den Platz und verlangt das auch so ein bisschen. Er liebt das, dran zu sein und alles abchecken zu dürfen und das ist so ein bisschen sein Ding. So wie er sich zeigte im Parcours, immer fokussiert und ja auch sehr aktiv. Und ich denke, dass er das an seine Nachkommen auch mitgibt. Also die haben Saft und Einstellung für den Sport.
Sie sind vielleicht nicht immer die einfachsten Pferde, aber dafür kämpfen sie für ihre Sache nachher. Ne? Das ist so die Erfahrung, die man vielleicht mitnehmen kann, wenn man das Pferd selber also mal reiten durfte und auch Nachkommen von ihm schon geritten hat. Right now, Casale has a very important place in a long history of Holstein Stallions. Muss ich dazu sagen, wir sind auch verwöhnt hier. Also wir haben hier auch Jahre gehabt, wo ein Contender neben ein Cassini, neben ein Corrado, neben ein Caratino, neben ein Clearway. Das macht einen dann richtig stolz. Ne? Jetzt haben wir Casale, Clarimo, nicht zu vergessen, sein Sohn Crunch. Die absolute Spitze ist eben kleiner geworden, aber absolut vergleichbar. Ne? Ich würde sogar so weit gehen, dass Casale noch einen Ticken noch höher einzustufen ist als ein Cassini und ein Corrado. Exceptional, fantastic, outstanding. Some of the predicates regarding Casale and his sire qualities. Was vererbt er gut? Man muss jetzt ein bisschen differenzieren. Es gibt auch viele Gegner von Casale, muss ich auch fairerweise sagen. Die sagen einfach, die sind mir zu kuckig, zu fest, haben nicht Blut genug oder dies oder das. Was ich sagen muss, wo man darauf achten muss, dass man männlich nicht zu viel Ramiro-Blut hat. Weil diese Raimond-Studie von der Familie Bornholz Moregge ist schon sehr dominant. Und wenn da männlich über den Vater und über diese Raimond-Studie zu viel Ramiro-Blut reinkommt, dann sind die schon mal kuckig, bisschen stramm, nicht zu blütig. Andersrum wieder die Casale-Stuten mit Ramiro sind richtig feurig, haben richtig Blut, haben richtig Einstellung. Das ist aber wie mit Rex und Retina damals im Zangerfall, Vollgeschwister. Die eine heiß wie sonst was, richtig sportlich, hat ja mit Lücke alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Und der Vollbruder Rex war einfach ein müder Krieger. Das ist einfach dieses Ramiro-Blut, wo die Raimond-Stute einfach so dominant ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. The Casale story is full of dynamic. Born on the 13th of April 1999 in Düsseldorf and bred by Wilfried Tommen. Die Mutter von Casale, die hat mein Partner an den Züchter vermittelt damals, als Zweijährige, glaube ich. Und die ist ja sehr interessant gezüchtet, die Laval-Stute, zum guten Stamm von Bornholz Moregge, Stamm 890. Und diese Raimond-Stute hat immer schon sehr gute Pferde gemacht vorher. Und das war für uns schon interessant. Und Caratino war damals schon Weltvererber. Aber mit Caratino zu züchten ist unheimlich schwer. Macht mal klein, mal groß, mal schwer, kein Blut. Und Casale war schon ein sehr auffälliges Fohlen, sehr blütig, viel Blut im Auge, schön gezeichnet. Das war schon ein tolles Caratino-Hengstfohlen damals. His pedigree truly allows visions to become true. The best bloodlines found in the pedigrees of the Holstein top sires flow through his veins. Caratino, Caletto II, and the stallion of the century, Cor de la Brière. Die Entwicklung war insofern interessant, wir lassen die dann ja zweijährig sortieren wir die, also Röntgenbilder machen, holen die mal in die Halle, Schritt, Trab, Galopp. Was bei Casale damals schon beeindruckend war, wie der das erste Mal die Stange auf der Erde sah, wie er sprang. Und bei der ersten Selektion, muss ich sagen, gibt es nicht viele Pferde, die so über eine Stange auf der Erde gesprungen sind wie der. Diese Grundqualität, dieses Geschlossene am Sprung, das war schon gewaltig. Das war schon beeindruckend. The pre-selection at the Hennings Farm in Bendorf. Casale attracted the attention. Da sah ich ihn das erste Mal und da fiel er auch das erste Mal auf. Aber ich glaube nicht nur mir, sondern auch allen, die da waren. Das war schon ein Hingucker. Es gab ja eine gute Zusammenarbeit schon zu der Zeit mit dem Senior Hennings noch, der mir eigentlich, ja, so kann man schon sagen, sein Wort drauf gegeben hat und gesagt hat, du, wenn der Verband einen braucht, dann bist du bei mir an erster Stelle. Aber er sagte, du musst auch Geld mitbringen. Und ich hatte ja mit Waldo Graf zu Ranzau und Hans-Werner Ritters wirkliche Pferdekenner an der Seite. Und dann sind wir hingefahren und haben das dann eingetütet, wenn man es kurz und einfach sagen will. Hostenhall Neumünster. The examination for breed certification. Casale steps into public. He
is 2.5 years old and a shy guy. Free jumping, nerve-wracking for the Casale fan community. Es waren bange Minuten oder noch ein paar bange Stunden, weil im Kopf war der einfach gesetzt aufgrund seiner Vorleistung. Und er war sehr, wenn man es, glaube ich, freundlich bezeichnet, sehr zurückhaltend im Freispringen. Und ich glaube, der wurde eben gerade so gekürt. Also er war denn nicht der Auffällige oder der Reißer in dem Jahrgang, er war einer von vielen. Das war eben noch die in den Jahren, wo die Kapitolnachkommen sprangen, die konnten es, das Vermögen, während die Caretino-Nachkommen immer vorsichtiger waren. Caletto II, der Vater von Caretino, war selbst auch ein unglaublich vorsichtiges Pferd. Und da war man sich auch nie so sicher, wie viel Vermögen ist da wirklich drin. Aber die entwickeln sich unterm Reiter und das hat Casale eben nachher auch getan. Ne? Casale became a stallion of the Holsteiner Verband. Er hat ja im ersten Jahr sehr viel gedeckt, hatte dann auch eine ganz tolle Hengstleistungsprüfung gemacht. Er war Zweiter in Adleitsdorf. Denn im Alter von 4 hat er ein paar Springpferdeprüfungen gelaufen. Then something happened and some breeders lost faith in him. It creates a mood of crisis. The career of Casale stands on the brink. Es gab eine Hengstvorführung, da hat er seinen Reiter mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal, weiß ich nicht mehr ganz genau, abgeschmissen. Beim Landeschampionat war in der Platzierung einer am hinteren Ende. Dann hatten wir natürlich schon vielen Züchtern gesagt, die sollen von Casale decken, wir kaufen die Fohlen. Dann waren schon einige, oh, charakterlich zu schlecht und dies und das. Und dann gibt es noch eine Geschichte dazu, fünfjährig war das. Da war Landesturnier in Bad Segeberg und da war damals das Landeschampionat. Da war ich im Urlaub und wir hatten ja auch in dem Jahr wieder gesagt, so vielen Züchtern, lass von Casale decken. Und da stand er nur in der Ecke und ist gestiegen. Und da ist mein Ziehvater, der alte Herr Hennings, von allen Züchtern beschimpft worden, wie wir hätten sagen können, die sollen den Hengst benutzen. Crisis Management. Norbert Bowley and his team in action. Zu der Zeit war ja Rolf-Göran Bengtsson und Bo Christoffersen in Breitenburg. Und wir hatten eigentlich denn so die Idee, dass Rolf die prädestinierte Person sein würde, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um uns wirklich sagen zu können, das kann was werden oder nicht. Weil Rolf ja schon in Schweden unheimlich viel Erfahrung gesammelt hatte mit jungen Pferden, auch mit Hengsten. Und so jemanden denn doch einschätzen kann, wo der Weg vielleicht hingehen würde. Wobei Casale auch Glück hatte, dass Rolf damals Ninja und noch ein Grand Prix Pferd mehr hatte und Casale konnte so in die Fußstapfen als Grand Prix Pferd reinwachsen. Das war auch für das Pferd, der so vorsichtig war, sehr positiv für die sportliche Entwicklung. Rolf sagte, ich habe den geritten und wir haben uns mal einen Tag unterhalten, was bei mir geht und was nicht geht. Und seither haben die sich eigentlich, muss ich sagen, denn von 5 bis 18-jährig, 13 Jahre lang bestens verstanden. Herrschte Klarheit und die hatten ein Ziel, erfolgreich zu sein. Casale conquers the global stage. The Olympic Games London 2012. The European Championships 2013 in Herning, Denmark, with a bronze medal for Team Sweden. And 4th place in the World Championships in 2014 in Caen in France. Ja, der hat viele, viele Qualitäten. Der ist ein, also vom Kopf, gutes Pferd. Man kann den gut motivieren. Der kann einmal schnell gehen. Der kann nächste Runde wieder ruhig gehen. Der ist leichtfüßig. Der ist, finde ich, korrekt gebaut. Und das ist auch für den Haltbarkeit sehr wichtig, finde ich. Und vorsichtig, passt gut auf sich selber auf. Die Reiterei passt auch, der ist angenehm zum Reiten. Also der hat alles so, was man sich von einem Top-Pferd wünscht, finde ich. Casale und Rolf Goddard Benetzen dominate the Global Champions Tour. In 2016 they win the overall ranking of the tour. His official life winning sum, 4.2 million euro. Casale is one of the most successful jumping horses at all.
He is 18 when he leaves the international stage and comes back to Elmshorn. Casale is an exceptional sire, a champion's maker. Since 2015, he has been in the top 10 of the WBFSH ranking. His offspring in sport, world class. Chassel Zimmerquist, his son, bred in 2005 by Gunter Schuder in Barenfleth. Horse of the Year in 2016, his rider, French horseman Simon Deleste. Caracas with Jos Valoy, bred in 2005 in Australia. In 2018, one of five Casale offspring competing at the Hamburg Grand Prix. Casello with Ludger Birbum. Casello bred in 2003 by Herbert Blocker in Nuremberg. In 2016, team bronze medalist at the Olympic Games in Rio de Janeiro and winner of the Nations Cup finale in Barcelona. H&M Chili Willy with Nicolas Philippards, bred in 2008 by Peter and Thorsten Dieterichsen. In 2018, Chili Willy won the Global Tour in Chantilly and the Nations Cup in Rotterdam. Last but not least, a new star, Austria, his daughter, bred in 2008 by Heidi Kriegler in Singles, Austria, with famous US show jumper Kent Farrington. Austria performed at his best in Wellington. Diese Stempelhengste, die bringen schon gute Stuten und natürlich auch gute Sportpferde und auch körfähige Söhne. His sons Castaltino in 2013 and Cadillo in 2018 became champion stallions of the Neuminster Stallion Grading. Three Casale sons won reserve champion stallion, Catch It in 2009, Cascadello in 2011, which sold for a record-breaking €600,000, and Cardin in 2017. Man muss schon sagen, Casale ist ja nicht nur ein gewaltiger Sportler, er ist auch ein Stutenmacher. Indeed, his daughters, Vontessa, Akimba, Cascada, and Graziella, won the Elmshorn Elite Mare Show. Dass bei Casale die Qualität der Stuten besonders ausgeprägt ist, das kommt auch über seinen Vater Caretino. Es kommen ganz viele hervorragende Pferde aus Caretino-Müttern. Da wird auch sein Wert, wenn wir ihn mal irgendwann nicht mehr haben, drin liegen, dass er über die Stuten vor allen Dingen diese Eigenschaften in der Holsteiner Zucht weiter erhalten kann. The Casale Dynasty goes on. More than 70 sons stallion graded in Germany and nearly 80 state premium mares stand for it. Er hat selbst und kann es eben auch weitergeben, außergewöhnliche Charaktereigenschaften. Wir sind immer noch stolz drauf, überhaupt den mal gehabt zu haben und auch verkauft zu haben. Dass wir den auch an Verband verkauft haben damals im Nachhinein, war auch richtig. Der bleibt Holstein erhalten. Wir haben ja viele Hengste aufgezogen und auch verkauft. Aber Casale ist da schon züchterisch und sportlich absolutes Aushängeschild. Da braucht man gar nicht drüber reden. Das gibt es auch selten in dieser Machart. Was auch so ein bisschen typisch für ihn ist, das hat Rolf mir mal erzählt, früher musste er den in Parcours reinreiten, an den Hilfen haben und dahin in Parcours reinreiten. Und je älter er wurde, umso gieriger wurde er. Wenn er wusste, wo es lang ging, dann wollte der im Parcours rennen, weil das einfach am Ende sein Leben war. Der liebte diesen Sport und auch das zu kämpfen und gut zu sein. Das war letztendlich auch sein Leben. Und das ist auch, glaube ich, der Charakter von dem Pferd. Er ist vorsichtig, zurückhaltend, aber unheimlich leistungsbereit. Casale hat eine große Bedeutung für mich. Zum einen, weil er ein Caretino-Sohn ist und ich immer ein großer Caretino-Fan war. Caretino ist für mich eigentlich der bedeutendste Vererber aus der Cor de la Brière-Linie, der nun leider nicht mehr lebt, aber über seinen Sohn Casale dieses Erbe weiterträgt. Und von daher bin ich der Meinung, dass das Cor de la Brière-Blut überhaupt Holstein mit zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und dafür ist Casale, glaube ich, ein gutes Beispiel und ein Symbol.
Was ich noch erwarte von Casal, gucken, dass er gesund bleibt, dass er bei Laune bleibt, dass er so alt wird wie seine Vorfahren. Caratino ist alt geworden, Laval ist alt geworden, Raimond ist sehr alt geworden. Also das liegt auch in der Genetik. Und ihn nicht in Watte packen, sondern ihn wirklich als ein normales, gesundes Pferd behandeln.